Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Direkt mal zwei Punkte am Anfang. Weil es mir schon oft geschrieben wurde, Philipp, deine Kleider sind so dreckig. Philipp, dein Gewand ist dreckig. Philipp, du siehst so dreckig aus. Du gehst so dreckig vor die Kamera. Nimm dir mal einen Kollegen XY ein Beispiel. Die haben immer die beste Kleidung an und immer ihre normalen Alltagskleider. Aber nicht hier in der Werkstatt. Hier sind ganz, ganz viele alte Maschinen, die abgeschmiert werden und halt eben dreckig sind. Und die verursachen halt auch eben einfach, dass die Kleider, mit denen man in der Werkstatt arbeitet, dass die auch oftmals mal dreckig werden. Also nur das mal als Ausrede oder Erklärung. Und der zweite Punkt ist, ich habe mir wieder eine Maschine gekauft. Und es ist kein Clickbait, ich weiß noch nicht genau, wie der Titel heißt, aber ich habe die vom Schrott geholt. Und zwar ist das vom schönen Saarländer, oder von einem sehr, sehr netten Saarländer, vom lieben Marcel habe ich die Bandsäge gekauft. Da hat schon in der Anzeige drin gestanden, Schrott. Ich habe sie vom Schrott bewahrt und ich bin mega, mega happy. Da ist zwar ein bisschen was dran kaputt. Ich werde euch heute die Maschine mal so ein bisschen zeigen und um welche Maschine es geht. Ganz einfach, um dieses wunderschöne Stück Equipment, wo ich wieder ganz viel Potenzial drin sehe, dass ich wieder ganz, ganz viel lernen kann, was ich dann für mein Leben lang nutzen kann. Ich werde euch heute mal diese getriebegesteuerte Bandsäge mit ganz, ganz vielen Features werde ich euch mal zeigen, damit ihr wisst, welches Projekt ich in den nächsten Wochen wieder fit mache, damit ich es halt auch eben einfach ganz normal benutzen kann. Meine neue Bandsäge. Ich zeige es euch mal. Keine Panik auf der Titanic, die ist festgespannt, damit sie nicht rumkippt. Also, das ist meine brandneue, frisch aus dem Werk hergestellte Bandsäge. Ich werde euch auch gleich noch sagen, was für eine Marke das ist. Tatsächlich kenne ich die gar nicht und leider ist auch kein Typenschild dran, weswegen ich nicht genau weiß, wie alt das Ding ist. Aber das ist eine Bandsäge, nicht nur für Holz, weil das Ding hat ein Getriebe hier, sodass man da ganz, ganz langsame Geschwindigkeiten mitfahren kann und somit auch eigentlich ziemlich gut Metall bearbeiten kann. Die hat ein paar Eigenheiten, die ich dir im heutigen Video halt eben einfach so ein bisschen zeigen werde. Und ich werde dir den großen Knackpunkt zeigen, was nämlich kaputt dran ist, werde ich dir später zeigen und ich werde dir auch den Plan nennen, was ich gerade ausprobiert habe, was tatsächlich funktioniert hat, was eigentlich nicht funktionieren sollte. Gibt alles heute im Video. Schöne Bandsäge, ist auch nicht zu groß, aber die Schnitthöhe ist auch ziemlich gut. Ziemlich kompakt gebaut. Schönes Teil werde ich dir jetzt zeigen. Bevor ich euch die Bandsäge zeige, zeige ich euch als erstes das Zubehör und speziell den Maschinentisch. Das ist ganz, ganz abgefahren. Zeige ich euch jetzt, was da halt eben so speziell dran ist. Also, was haben wir da? Es liegt alles auf einer Palette, weil das alles immer ein bisschen schwerer ist. Das hier ist zum einen die Bandführung. Da unten haben wir ein paar Messingstücke. Da oben, das weiß ich noch nicht ganz genau, was das ist. Das werden wir uns genauer anschauen, wenn wir die Maschine repariert haben und das Ganze wieder zusammengebaut haben. Dann haben wir zum einen hier den Motor. Wir haben einen 1,1 kW Motor. Hier haben wir einen schönen Kippschalter. Den werden wir auch wieder benutzen. Hier unten haben wir einmal die untere Blattabdeckung. Was hier so ein bisschen spezieller ist, zeige ich euch hier auch mal direkt. Achtet mal hier auf diese Schweißnähte, denn an der ganzen Bandsäge finden wir halt eben hier diese Schweißnähte. Das lässt so ein bisschen darauf deuten, dass die einmal rumgekippt ist oder mindestens einmal rumgekippt ist, weil da sind viele, viele Teile, viele Gussteile sind halt eben nachträglich nochmal geschweißt worden. Das hier ist der obere Deckel und das ist halt eben die Aufschrift Zenit. Wenn jemand von euch so eine Maschine kennt oder die Marke generell, haut das gerne mal in die Kommentare. Was ihr hier seht, ist auch noch ganz klar. Das ist nämlich die ehemalige Beschreibung der einzelnen Gänge. Ich habe ein Bild gemacht, weil wir hatten die vorher sauber gemacht. Deswegen kann man das leider nicht mehr so ganz erkennen. Was haben wir dann noch? Jetzt haben wir nämlich noch hier den Maschinentisch und der ist sehr, sehr speziell. Ich zeige euch nämlich mal, wie man den kippen und neigen kann. Hier sehen wir einmal die 45-Grad-Verstellung. Das Ganze neigt man dann halt eben an dem gusseisernen Teil an der Bandsäge selbst. Und das ist halt eben das Interessante, denn man kann das Ganze nicht nur an 45 Grad drehen, sondern auch nach vorne bzw. nach unten kippen, dass man da noch einen Winkel drin hat. Ich weiß absolut nicht, wie man das oder für was man das benutzen kann. Aber die Maschine hat das schon mal und das finde ich schon mal mega interessant, dass sie das halt eben hat. Und jetzt gehen wir wieder zur Bandsäge zurück. Hier seht ihr nochmal das, was ich gerade gemeint habe. Das ist die normale 45 Grad Verstellmöglichkeit. Und was hier auch ganz, ganz abgefahren ist, auf der ganzen Maschine ist hier dieser komische Lack drauf. Mein Vater meint, dass das so ein giftiger Lack wäre. Das heißt, ich werde den nicht wegschleifen, sondern nur wegschaben. Aber wirklich sehr, sehr dick überall hier drauf. Und ich werde den halt so gut wie möglich überall mal ein bisschen runterschaben. Damit Lösemittel reinigen. Aber schleifen werde ich das in dem Fall nicht, weil da mir tatsächlich sogar die Gefahr zu groß ist, dass das irgendwas wirklich Krebserregendes ist. Und genau deswegen werde ich es abschaben. Hier sehen wir die Spannmöglichkeit der Spanner.
Und der Vorbesitzer, der liebe Marcel, der hat die auch immer ganz, ganz gut mit Öl hier oben behandelt. Das bedeutet, das läuft noch alles richtig gut. Ich habe hier mal die Lagerabdeckung zugemacht. Ich glaube ja, dass das nicht mehr die originalen Lager sind, weil das sind überall schon Kugellager und keine Wälzlager. Das weiß ich aber nicht genau. Das funktioniert auf jeden Fall noch richtig, richtig gut. Und im Zuge dessen werde ich wahrscheinlich eh alles einmal neu lackieren. Nochmal so eine tolle Eigenheit. Die haben ja früher an einem Elektromotor hatten die gefühlt 20 Maschinen und das lässt halt hier dieser komplette Aufbau so ein bisschen deuten. Denn hier sitzt der Elektromotor mit einem Riemen zu hier oben, der größeren Riemenscheibe, und dann haben wir hier unten halt nochmal einen Sekundärantrieb für wahrscheinlich irgendeine andere Maschine. Hier haben wir auch kleine Ölkappen, dass wir das Ganze ölen können. Wofür das wirklich gedacht ist, kann ich euch leider auch nicht sagen, weil das war auch vorher nicht mehr installiert. Wir sehen hier das Getriebe. Das ist auch ganz, ganz abgefahren. Wir haben hier nämlich 6 Gänge. Das ist jetzt alles noch ein bisschen, läuft alles noch ein bisschen schwer. Wir haben 6 Gänge. Hier kann man so ein bisschen erahnen. Hier dreht nämlich die Schnecke. Die dreht dann später alles an. Was hier auch ganz interessant ist, ist, dass wir hier einen Kunststoffantrieb haben. Das lässt auch so ein bisschen deuten, dass das halt eben mal neu gemacht wurde. Wir sehen auch hier bei diesem Hebel, dass der einmal abgebrochen ist. Wahrscheinlich ist sie halt einfach einmal rumgekippt, deswegen wurde auch das nochmal geschweißt. Also wir haben hier 1, 2, 2, jetzt sieht man, das ist der ganz, ganz langsame Gang, beziehungsweise es geht noch ein bisschen langsamer, und jetzt können wir den noch einmal schnell stellen. Jetzt läuft das Ganze nämlich auch schon ein bisschen schneller. Habe ich so noch nicht gesehen, finde ich einfach richtig toll, dass das bei der Maschine so umgesetzt wurde. Und das ist jetzt der Grund, warum ich die Maschine als Schrott quasi kaufen konnte. Hier die Getriebeabdeckung, die ist nämlich gebrochen. Die hat hier Passstifte drin, damit sie halt eben immer passgenau hier drauf sitzt. Ich ziehe sie mal ab. Und hier ist das Gegenlager, da habe ich auch noch die entsprechende Abdeckung, sowas wie hier, nur halt eben geschlossen. Und mit diesem Gegenlager wird halt eben hinten drin die Schnecke gehalten. Und da sieht man jetzt auch die volle Pracht dieses Getriebes. Da sieht man wirklich, wie schön man die ganze Geschwindigkeit runter reduzieren kann, wenn man dann zum Beispiel Metall sägen möchte. So, das ist jetzt ein bisschen schneller. Das ist wie gesagt der ganz schnelle Gang. Und zum Getriebe darf natürlich ja nicht irgendwie zu abrupt starten, oder wenn irgendwie mal was verkeilt, darf das natürlich auch nicht irgendwie verkeilen, und deswegen gibt es hier noch eine Eigenheit. Hier sehen wir nämlich eine Kupplung. Da sieht man es ganz gut. Ich weiß nicht genau, was das für eine Art von Kupplung ist, also schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber auch hier sieht man nochmal, dass die einmal geschweißt wurde. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sie ab einer gewissen Geschwindigkeit bzw. ab einer gewissen Drehzahl, dass hier die Kupplung halt eben greift und die Zahnräder langsam starten, damit die nicht immer jedes Mal so einen Kickstart hinlegen und das alles so ein bisschen besser geschont wird. Damit wir an dieses Zahnrad hier rankommen konnten, mussten wir einmal das untere Laufrad abziehen. Das hat tatsächlich eigentlich ganz gut funktioniert. Da sieht man auch nochmal, da ist so ein Getriebeteil. Und was hier sehr, sehr schön gelöst ist, ist halt eben die Aufmachung von dem kompletten Aufbau. Wir haben hier einmal ein Kugellager, dann haben wir hier diese Büchse und hinten dran noch eins. Und mit hier diesen Spannringen, die zugeschlagen werden, da sehen wir auch hier so ein bisschen die Spannmarken. Damit wird das Ganze halt eben in sich verschlossen und kann halt so eben gehalten werden. Nicht wundern, ich drehe die Schrauben bei sowas immer ganz gerne rein, dass ich es im Nachhinein nicht mehr verliere. Hier ist ein Schneckenrad drin. Das muss ich auch noch mal ein bisschen bearbeiten, weil da ein bisschen was ausgeschlagen ist. Wir sehen hier das ganze Bauteil, und hier ist das Kugellager, was quasi im vorderen Teil des kompletten Gehäuses sitzt, und hier ist eine Passfeder drin, die halt eben das Kunststoffrad antreibt. Ich hoffe, dass das nach dem Zusammenbau einfach funktioniert, weil so Kunststoffräder, die schlagen natürlich irgendwann so ein bisschen aus, und das hier muss ich dann halt eben wieder bündig drehen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Aufgabe, um halt eben die ganzen metallbearbeitenden Maschinen nochmal zusammen in einem Projekt zu nutzen. Ihr habt ja hier schon diesen Teil vom Getriebedeckel gesehen. Und allein so wie das Ganze geschweißt wurde, also generell es wurde geschweißt, das bedeutet, das ist schon mal kaputt gegangen. Und so wie die Qualität der Schweißnähte ist, glaube ich so ein bisschen, dass das mit einer Elektrode geschweißt wurde. Wenn man sich die Schweißnähte ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man hier auch so ein bisschen, dass da überall Einschlüsse drin sind. Und ich habe eben mal was ausprobiert, und zwar wollte ich das Ganze schweißen. Oh Gott, was ein Ausschnitt. Fürchterlich. Hier seht ihr so ein Bauteil. Das ist ein Teil noch von dem defekten Getriebedeckel. Ich bin froh, dass da alles noch dabei ist. Ein Stück fehlt, da können wir uns aber weiterhelfen. Aber auch allein bei dieser Schweißnaht seht ihr noch mal ganz gut, dass da ganz viele Lufteinschlüsse sind. Eigentlich habe ich mal gedacht, dass das gar nicht geht. Aber ich habe das jetzt hier mit Stahlzusatz gewickt.
Und es hält tatsächlich, wo ich echt mega, mega happy drüber bin. Das Ganze hält hier an dieser Schweißnaht. Also, ich bin richtig, richtig gehypt mit der Bandsäge. Ich freue mich mal wieder seit langem drauf, sowas ein bisschen herzurichten, dass man halt eben mit arbeiten kann. Gerade zum Wiederherrichtungsgrad. Ich will die Maschine so benutzen oder so machen, dass sie wieder schick aussieht und dass man sie halt auch eben benutzen kann. Ich will da jetzt kein Projekt draus machen, dass ich da die nächsten 6 Wochen alles bis aufs Kleinste wirklich runterraspel und so weiter und so fort. Die Maschine soll schick aussehen, ein bisschen frische Farbe und halt eben technisch funktionieren. Das heißt, es wird keine volle Restauration, weil das halt eben einfach ein bisschen zu zeitaufwendig ist. Aber wenn die ein bisschen frische Farbe hat, dann wird die auch so schon wieder richtig schön aussehen. Im nächsten Video werdet ihr dann bald sehen, wie ich versuchen werde, das Getriebe zu flicken. Und ey, ich kann euch nicht sagen, ob das funktionieren wird. Also, das wird es jetzt bald geben zum Thema dreckig. Jetzt sind die Hände schon wieder ein bisschen dreckiger. Und hier seht ihr jetzt noch 2 weitere Videos. Ein kleines Infovideo, was jetzt die nächsten Wochen hier in der Werkstatt auch wieder ansteht. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.